Jetzt können Sie es glauben, dass es um mein erstes Casting geht. Ich weiß. Und wie fühlst du dich, Sophie? Bist du denn aufgeregt? Ein bisschen nervös, aber aufgeregt. Was ist los? Was, wenn Sie mich nicht mögen? Wie kann jemand dich nicht mögen? Na, weil ich anders bin. Was, wenn Sie jemanden wie mich nicht wollen? Liebling, es wird alles okay sein. Weißt du noch, was ich immer sage? Anders zu sein ist nichts Schlechtes. Es macht dich einzigartig. Du hast recht. Okay, bin bereit. Okay, na komm. Joanna, du kannst jetzt rein. Wir warten auf dich. Okay. Hey. Hallo? Wir möchten nicht spenden. Ich bin hier für das Casting. Du weißt, es ist ein Casting für Models, oder? Oh ja, dafür sind wir hier. Meine Tochter sucht eine Agentur. Tut mir leid. Du willst ein Model sein? Ja, es ist mein Traum. Und Sie unterstützen das? Ja, wieso nicht? Noch etwas Geduld. Also, ich will nicht unhöflich sein, aber Ihre Tochter... Was? Es gibt keinen Markt für Leute wie Sie. Hören Sie, wir sind den weiten Weg gefahren. Und davon hat sie immer geträumt. Hier, sehen Sie Ihr Portfolio. Hier, ich hab's gesehen. Sind wir fertig? Tut mir leid, dass ich es Ihnen sagen muss, aber sie wird es in dieser Industrie nie schaffen. Bitte, geben Sie ihr eine Chance. Wir sind 2 Stunden hierher gefahren. Na schön. Okay. Na komm. Mit Luxury Cosmet. Ups, Entschuldigung, darf ich es nochmal? Mach weiter, Liebling. Du machst das toll. Mit der Luxury Cosmetic Brand, neuer Megalash, wasserfesten Mask... Ach, ich schaff das. Der Text ist nicht so schwierig. Mit der Luxury Cosmetic Brand, neuer Megalash, wasserfesten Mascara, kannst du... spielen am Tag und Nacht feiern. Oh mein Gott, hat sie gerade auf unsere Linse gespuckt? Tut mir leid. Alles okay. Es war keine Absicht. Sie hat das nicht gewollt. Sie lispelt nur ein bisschen. Noch ein Grund, wieso diese Industrie nichts für sie ist? Glauben Sie wirklich, jemand stellt sie ein, um sein Produkt zu vermarkten? Ja, das tue ich. Sie kann kaum die Sätze sagen. Liebling, hol dir doch ein Glas Wasser. Also... Sie ist einfach nervös. Ich versuche nicht gemein zu sein. Ich sage Ihnen nur die Wahrheit, damit Sie Ihre Zeit nicht verschwenden. Und meine, sie ist nicht das, wonach wir suchen. Sie hat mehr zu bieten. Wir werden bis zum Ende des Castings bleiben. Okay. Victoria, ich will dich laufen sehen. Ich heiße Alice. Ganz egal. Das war wunderbar. Sehr schön. Seht ihr, Mädels? So läuft man über den Laufsteg. Okay, danke fürs Kommen. Entschuldigung, ich bin es gelaufen. Schau, du musst nicht laufen, wenn du nicht willst. Wir haben sowieso keine Zeit mehr. Das Casting sollte erst in 15 Minuten zu Ende sein. Ich bin sicher, meine Tochter wird nicht so lange brauchen. Wo
Wollen Sie wirklich, dass sie sich blamiert vor allen anderen Models? Soll es laufen, oder? Gut. Okay, zeig uns, was du kannst. Und wie war's? Entschuldige, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Also bitte! Ich kann's noch mal versuchen. Das wird nicht nötig sein. Du bist steif wie ein Brett. Das wird man nicht so schnell korrigieren können. Ehrlich gesagt, war das der schlechteste Lauf jemals. Sophie, warte! Wieso musstest du so gemein sein? Ich habe sie gewarnt. Das ist eben Hollywood. Wir reden nicht schön hier. Und tschüss! Danke für die Zeitverschwendung! Hey, wo gehst du denn hin, Liebling? Du hast ihn gehört. Die haben es ausgelacht. Das war nur ein Casting. Es wird noch viele geben. Nein, ich mache das nie wieder. Aber ich dachte, Model sein ist dein Traum. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt reicht. Soph. Ich sagte nein. Bring mich nach Hause. Solange du dir selbst treu bleibst und akzeptierst, was dich einzigartig macht, wirst du immer Erfolg haben. Geh weg. Ich gehe auf kein Casting. Darum geht es nicht, Sophie. Was willst du dann? Der Agent war ein Depp. Er hat recht. Ich bin kein Model. Er entscheidet das aber nicht. Außerdem brauchst du keinen Agenten, um zu modeln. Wie meinst du das? Brauchst es doch. Tust du nicht. Früher war das noch so, ja. Aber es gibt Instagram. Da gibt es so viele Models und ich wette, die meisten haben keinen Agenten. Es tut mir so leid, wir hätten nicht gehen sollen. Du verdienst es nicht, dass man so mit dir spricht. Keiner verdient das. Danke. Ich liebe dich. Ich werde dich immer unterstützen. Du willst Präsidentin werden? Ich werbe für dich. Wenn du sagst, du wirst Astronautin, bin ich die Erste in der Rakete mit dir. Oh nein, vielleicht doch nicht. Ich habe ja Höhenangst. Aber mein Punkt ist, ich bin immer für dich da. Du bist die Beste. Aber ich weiß nicht, ob jemand, der so aussieht wie ich, ein Model sein kann. Aber natürlich. Denn was sage ich dir immer? Anders zu sein ist nichts Schlechtes. Es macht mich einzigartig. Ja! Also, was sagst du dazu, wenn du und ich unser eigenes Shooting machen? Keine Agenten, keine Castings, nur du und ich und süße Outfits und die Kamera. Okay, das klingt nach Spaß. Gut, denn ich habe eine Überraschung für dich. Was ist es? Oh, guck mal das. Das ist schön. Und hier hast du neues Make-up. Also, mach dich einfach fertig und wir treffen uns im Garten. Okay. Okay. Das macht so viel Spaß. Kann es ein paar sehen? Ja, absolut. Schau, wie schön du aussiehst. Denkst du das wirklich? Hundertprozentig. Jetzt lass uns weitermachen. Also gut, zeig mir, was du kannst. Die Mutter macht viele Fotos von Sophie und sie haben beide so viel Spaß.
Als die Mutter die Fotos auf Instagram postet, erzählt sie auch Sophies Geschichte von dem Traum ihrer Tochter, ein Model zu werden. Sie machen immer wieder Fotoshootings und Sophie fühlt sich immer wohler vor der Kamera. Sie beginnt richtig loszulassen und den Prozess zu genießen. Als die Mutter Sophies Geschichte online erzählt und mehr Fotos von ihr postet, folgen Sophie viele Leute, um ihre Unterstützung zu zeigen. Nach einer Zeit fällt sie sogar bekannten Marken auf. Ein paar Monate später wird Sophie jede Woche für große Kampagnen gebucht. Große Firmen möchten mit ihr arbeiten und Sophies Karriere hebt ab. Und dann, eines Tages, beginnt Sophie sogar ein neues geschäftliches Unterfangen. Okay, soweit, Mädels. Der ist kalt. Also ich will, dass ihr diesen Klienten wirklich beeindruckt. Seine Marke ist das nächste große Ding, okay? Also stellt euch jetzt alle auf. Ich will Johanna, Judy und Victoria. Nein, Alice. Ist mir egal. Ist das wirklich sie? Hey, Konzentration. Wir haben keine Zeit. Oh mein Gott, Sophie Henderson? Es ist schön, dich wiederzusehen. Du erinnerst dich nicht an mich? Natürlich, wie kann ich es vergessen? Oh, keiner hat mir gesagt, dass du kommst. Du musst kein Casting mehr machen. Können wir dir was bringen? Wasser? Champagner? Emily, komm hier, ja, sofort! Ich brauch nichts, danke. Ich bin nicht fürs Casting da. Also, wie kommen wir zu der Ehre? Ich bin hier im Namen der Marke. Oh, läufst du für die Marke? Diese Mail habe ich verpasst. Nicht ganz. Holst du sie bitte? Ja. Wen holen? Wovon redest du bitte? Kommt schon. Was soll das? Naja, nach dem, was letztes Jahr passiert ist, haben wir unsere eigene Agentur eröffnet für Models mit Behinderung. Als die Marke davon gehört hat, baten sie uns um Casting-Vorschläge. Aber das ist mein Job. Ich habe einen Vertrag. Oh, du hast die Mail von heute Morgen nicht gelesen? Ja, sie haben ihn gekündigt. Wieso machen die das? Naja, ich habe Sophies Geschichte in den sozialen Medien geteilt und die Leute haben dich wohl erkannt. Du solltest Models mit Behinderung nicht diskriminieren. Wow, okay, da muss es ein Riesenmissverständnis geben. Nein, nein, das glaube ich nicht. Sie wollten, dass Sophie für sie läuft. Aber als sie gehört haben, wie du sie behandelt hast, meinten sie, du bist... Oh Gott, wie haben sie es gesagt? Einfach nicht das, was sie suchen. Das ist unerhört. Naja, das ist Hollywood. Wir reden nichts schön hier. Tschüss. Also Mädels, wer so was klar ist, lauf mal für mich. Oder rollt. Ist alles okay? Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür tauge. Ich meine, sieh mich an. Ich sehe so anders aus im Vergleich zu allen anderen. Sprich nicht darüber, als wäre es etwas Schlechtes. Wenn ich was gelernt habe, dann wird es anders zu sein, nicht schlecht ist. Macht es einzigartig. Du hast recht. Ist es okay, wenn ich es nochmal probiere? Na klar. Das ist so langweilig, Britney. Können wir bitte in den Park gehen? Kannst du bitte aufhören, so nervig zu sein?
Ernsthaft, Carla? Ich kann dich nirgends mitnehmen. Tut mir leid, es war ein Versehen. Du sollst nicht alles anfassen. Also, warte draußen. Spiel auf deinem iPad, bevor du den ganzen Laden kaputt machst. Aber ich... Geh schon. Okay. Oh, die nervt. Egal, denkst du, Chad mag diesen Duft? Oh mein Gott, herrlich. Er wird ihn lieben. Ich bin überrascht, dass dein Vater dich auf ein Date lässt. Ich sagte ihm, wenn er mir zutraut, auf Carla aufzupassen, sollte er mir auch zutrauen, ein Date zu haben. Klar, nur wie hast du ihn überzeugt, dich wieder auf deine Schwester aufpassen zu lassen? Ich meine, nachdem du sie letztens verloren hast, ich dachte, er würde nie... Findet ihr alles? Also, ich habe ein paar Fragen. Ich habe mein erstes Date und ich wollte meinen Look ändern. Sehr aufregend. Hast du Live Glam ausprobiert? Okay, die haben eine tolle Rezeptur. Außerdem sind sie tierversuchsfrei, vegan und preiswert. Komm schon, folg mir. Hey, wir sollten uns beeilen, da deine Schwester allein wartet. Sie kommt klar. Ich bin so neidisch, dass du den letzten Live-Glam-Lipgloss bekommen hast. Nun, ich bin die, die ein Date hat, also. Wo ist Carla? Britt, wo ist deine Schwester? Was meinst du? Sie saß direkt... Oh nein, nicht schon wieder. Carla? 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 Carla, entschuldigen Sie bitte. Haben Sie ein Mädchen gesehen, das sehr nervt? Was ist hier los? Da bist du ja. Wo warst du denn? Ich musste auf die Toilette. Wieso sagst du mir nichts? Du hast mir gesagt, ich darf nicht in den Laden kommen. Gib mir dein iPad. Warum? Ich hätte das schon früher tun sollen. Was machst du? Weißt du noch, als mein Vater diesen Scherz abgezogen hat, von wegen Carla sei entführt worden? Nun, sagen wir einfach, dass ich dieses Mal etwas vorsichtiger bin. Hier. Können wir jetzt in den Park gehen? Fein. Aber kein Verschwinden mehr. Okay. Ich mein's ernst. Sieh dir das an. So schick. Im Angebot? Ja. Ich will es fürs Date kaufen. Okay, ich wusste, dass du ihn magst, aber ich glaube, dass du verliebt bist. Wenn er mein zukünftiger sein will, werde ich einen Ring nicht ablehnen. Okay, langsam. Du musst erst die 10. Klasse schaffen. mit wem redet deine Schwester? Carla! Du darfst nicht mit Fremden reden! Hast du mich nicht verstanden? Halt dich von Fremden fern. Aber er ist kein Fremder. Nur weil sie sich vorstellen, können sie trotzdem eklig sein. Nichts für ungut, oder so. Schon gut. Ich bin nur froh, dass Carlas ältere Schwester auf sie aufpasst. Also, es tut mir leid. Ich sollte mich vorstellen. Ich bin Mr. Phillips, Carlas Mathelehrer. Oh, also doch, kein Ekel. Nein, eher nur ein Lehrer. Sie sind so witzig, Mr. Phillips. Nun, wir sehen uns im Unterricht, Carla. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Hat mich gefreut. Bis später. Sprich mit niemandem, denn sonst gehen wir nach Hause. Ist alles okay? Ja, es war nur einer ihrer Lehrer. Uralt. Da ist Chad. Amber. Hey, Britt. Was macht ihr hier? Oh, wir babysitten nur, Britney. Wir hängen nur ab. Du weißt schon, frische Luft schnappen. Toll. Wollt ihr sehen, wie ich einen Trick mache? Ja, willst du. Oh, komm, ja. Das ist so cool. Schwesterherz. Carla, lass mich in Ruhe. Aber da ist dein Eiswagen. Kann ich bitte 5 Euro haben? Nein. Bitte? Ich verspreche, ich lasse dich dann in Ruhe, wenn du sie mir gibst. Na gut. Hier. Danke. Und jetzt geh. Entschuldige, meine kleine Schwester. Schon gut. Und kennt ihr noch andere Tricks? Hallihallo, Kleine. Hi. Hast du ein Teenage Mutant Ninja Turtle Eis mit Kaugummi-Augen? Ich bin mir nicht sicher. Spring doch hinten rein und hilf suchen. Ja, klar. Komm schon. Ja, klar. Entschuldigung, hi. Wir müssen gehen, aber sehen wir uns am Freitag? Ja, ich freue mich. Ich auch. Jo. Jo, komm schon. Alter. Das war so süß. Ich weiß. Oh mein Gott.
Und stell dir vor, er ist Wassermann. Ich habe diese App runtergeladen, die Astrol-Matches macht. Brittany? Wo ist Carla? Oh, sie wollte sich ein Eis holen da drüben. Was zum... Carla? Carla? Das ist wahrscheinlich nur wieder ein Streich meines Vaters. Deshalb verfolge ich sie. Hab dich. Los geht's. Hier ist es. Etwas stimmt nicht. Wir müssen den Notruf anrufen, Brittany. Das ist etwas, was mein Vater tun würde, damit ich nicht denke, dass er es ist. Er würde alle Sachen deiner Schwester wegwerfen samt ihres iPads? Er weiß wohl, dass ich sie verfolge. Sie hat es ihm wahrscheinlich gesagt. Nein, Brittany, wir müssen 110 anrufen. Was, wenn es diesmal echt ist? Erinnerst du dich, was dein Vater letztes Mal sagte? Es ist wichtig, dass du die Verantwortung ernst nimmst. Wir rufen die Polizei nicht an. Brittany! Ich wusste es doch. Siehst du? Die Firma meines Vaters. Er hat einen Angestellten geschickt, um mir Angst zu machen. Das ist alles ein Scherz. Okay, aber wir müssen Carla finden. Was sollen wir tun? Hörst du das? Der Eiswagen? Los geht's, es klingt nah. Was hast du vor? Glaubst du, ich lasse meine Tasche und mein Make-up im Wert von 200 Euro im Auto? Manchmal denke ich, du sorgst dich mehr um Klamotten und Make-up als um deine eigene Schwester. Los geht's. Da sind wir. Schau, was ich gefunden habe. Anweisungen. Mein Vater hat einen nicht so klugen Kerl angeheuert, um sie zu entführen. Okay, nun, denkst du nicht, dass das ein wenig zu einfach ist? Was, wenn es eine Falle ist? Das ist doch der Sinn der Sache, oder nicht? Er ahnt nicht, dass ich ihm dieses Mal einen Schritt voraus bin. Ich kann es kaum erwarten, seinen Gesichtsausdruck zu sehen, wenn ich... Mein Vater. Das hat er auch letztes Mal gemacht. Willst du nicht rangehen? Nein. Ich werde Carla suchen. Es ist nur ein paar Blocks entfernt. Kommst du mit? Weißt du, ich glaube, ich warte einfach im Auto. Im Ernst? Wie du willst. Ich finde sie auch ohne dich. Stopp, stopp! Was, bist du ein Gorilla? Lass ihre Haare. Hey Mann, sie hat was in den Haaren. Und? Fass sie nicht an. Mädchen mögen es nicht, wenn sie was im Haar haben. Dave, das ist doch logisch. Weißt du, was noch logisch ist? Sag meinen echten Namen nicht. Kapiert? Okay, ist nicht meine Schuld, dass Carla Adler ein komischer Name ist. Du hast eine Menge Haare, das ergibt keinen Sinn. Du hättest einen besseren Decknamen wählen sollen. Und deiner ist so viel besser. Bärenkralle? Was, bist du ein Dummer? Nein, hey, ich mag den Namen Bärenkralle gerne, okay? Ich finde, der passt zu mir besser als Skip. Hör auf, deinen richtigen Namen zu sagen. Hey! Wow, mein Vater hat euch ganz schön auf Trab gehalten, hm? Ich meine, Seil und Klebeband? Nette Sache, ganz ehrlich. Wer bist du und warum klatschst du? Ich kenne sie nicht, ehrlich. Gehört sie Nein, zu uns? Nein, tut sie nicht. Oh, wir stellen uns also dumm? Okay, versuch das nächste Mal, die Anweisung nicht im Eiswagen zu lassen. Bärenkralle, was hast du dir dabei gedacht, hä? Bärenkralle, was hast du dir dabei gedacht? Das ist mein Name. Verstehe, richtig. Tut mir leid, ich schreibe nur Sachen auf, um mich zu erinnern. Ich wusste nicht, dass ich das Ding vergessen hatte. Sei still. Okay, können wir das hier beenden und meine Schwester losbinden? Aha. Du bist die große Schwester. Jetzt fügt sich alles. Weißt du, was besser ist als ein Lösegeld, Bärenkralle? Ja, ich weiß. Was, Dave? Ich weiß es nicht. Was habe ich über Namen benutzen gesagt? Oh, ich soll den Namen benutzen. Ruhe dir einfach. Was ist das, Mann? Klemm Nummer 5, Alter. Oh. Alles muss man selber machen. Das ist wirklich verwirrend. Warum hat Papa es dieses Mal so übertrieben? Herrje. Bist du los? Hättest du mir nicht das Klebeband abmachen können? Tut mir leid, ich habe die Stille genossen, solange es ging. Das ist kein Scherz, Brittany. Das sind echte Kidnapper. Lass sie los! Lass sie los! Lass sie los! Du gehst nirgendwo hin. Keine Bewegung. Nehmen Sie sofort die Hände hoch. Oh mein Gott, seid ihr okay? Hey. Du willst mir also sagen, dass das kein Scherz ist? Dave, Skip,
kommt nie wieder in die Nähe meiner Töchter. Ich habe die Idee von dir, Boss. Es ist doch nicht vorbei, hörst du? Es ist doch nicht vorbei! Es war seine Idee! Das war schrecklich. Ich weiß. Ich kann's nicht glauben. Sagst du mal bitte, was hier los ist? Das waren zwei ehemalige Angestellte von mir. Ich habe sie vor ein paar Wochen gefeuert und sie waren nicht sehr glücklich darüber. Offensichtlich. Also, war das alles echt? Du denkst, ich würde deine Schwester zum Spaß in einem verlassenen Lagerhaus an einem Stuhl fesseln lassen? Ich schon. Du hast Glück, dass Amber mich angerufen und mir alles erzählt hat. Ansonsten, wer weiß, was passiert wäre. Ja, ich bin froh, dass sie auf mich gehört hat und dich angerufen hat. Weißt du, wir sind alle in Sicherheit. Und wisst ihr was? Das ist es, was zählt. Nicht so schnell. Wie um alles in der Welt hast du Carla wieder verloren? Und warum hast du mich nicht früher angerufen? Weißt du, das ist irgendwie deine Schuld. Wenn du mir keinen Streich gespielt hättest, hätte ich dich auf jeden Fall angerufen. Versuch nicht, das auf mich abzuwälzen. Was sage ich dir immer? Du musst deine Verantwortung ernst nehmen. Und das hast du mal wieder nicht getan. Ich weiß. Heißt das, ich kann nicht auf mein Date gehen? Fragst du mich das wirklich? Auf gar keinen Fall. Nun, ehrlich gesagt, es war meine Idee, zum Eiswagen zu gehen. Ich weiß, tut mir leid. Und Britney hat mir gerade das Leben gerettet. Sie hat recht! Also, bitte? Ich denke, ich werde darüber nachdenken. Ja! Aber jetzt lasst uns erstmal nach Hause gehen. Okay. Oh, willst du wissen, was das Schlimmste war? Ich habe nicht mal ein Eis bekommen. Tatsächlich habe ich eine Idee, die euch beide glücklich machen wird. Danke, Papa. Gern geschehen, Schatz. Das Eis ist wirklich gut. Wir sollten auf jeden Fall wiederkommen. Willst du schon ein zweites Date mit mir? Will ich das? Ich muss in meinem Kalender nachsehen. Ich will auch mitkommen. Ja, deine Schwester und dein Papa sind echt cool. Hey, ich mag den Kerl. Ja, das klingt nach dem perfekten zweiten Date, wenn meine Schwester und mein Vater mitkommen. Wie könnte es noch besser werden? Ich weiß. Ich kann euch meinen neuen 720er Sword zeigen, ja? Wir gehen in den Park und ich kann... Nein! Einfach nein. Bleiben wir lieber bei Eiscreme. Okay. Warte mal, Max. Okay, Kinder, das Essen ist fertig. Adam, könntest du das bitte leiser stellen? Das sieht so gut aus. Danke, Mom. Gern geschehen, Schatz. Adam, das Spiel ist so laut. Jetzt schalt es aus und komm zum Essen. Nach diesem Spiel. Ich wollte das nicht tun müssen. Warum hast du das getan? Ich war beim Gewinn. Versuchst du, die Nachbarn mit lauten Schüssen zu verärgern? Setz dich jetzt dorthin und iss, bevor dein Essen kalt wird. Die Nachbarn? Wir müssen uns nie Sorgen wegen der Nachbarn vorher machen. Aber wir wohnen nicht mehr in unserem alten Haus, Adam. Versteh das doch bitte. Ich will hier nicht leben. Diese Wohnung ist beschissen und zu klein. Wie sollen wir uns alle dieses Zimmer teilen? Hör zu, Schatz. Bitte. Versuchen wir einfach durchzukommen, okay? Wer ist das wohl? Hi, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich bin Karen. Ich wohne nebenan. Ich kam vorbei, weil ich dachte, ich hätte Schüsse gehört. Oh, das ist nur mein Sohn, der sein Videospiel spielt. So laut. Ist ihm nicht klar, dass in diesem Gebäude auch andere Menschen leben? Ja, Sie haben recht. Und ich werde es mit ihm besprechen. Gut. Ich weiß, dass Sie gerade erst eingezogen sind. Also ich möchte nicht schon eine Lärmbeschwerde einreichen müssen. Ich weiß das zu schätzen und es wird nicht wieder vorkommen. Das hoffe ich sehr. Wir hätten beinahe unsere erste Lärmbeschwerde bekommen. Und? Ich hoffe, die schmeißen uns raus. Ich hasse diese Absteige. Hör zu. Es tut mir leid. Das ist alles, was wir uns im Moment leisten können, okay? Du solltest nicht so mit ihr reden. Was auch immer.
Ich verstehe immer noch nicht, warum Mom und Dad sich scheiden lassen mussten. Um ehrlich zu sein, ich würde lieber bei Dad leben. Verschwinde, Max! Das ist nicht dein Essen! Wie ist es gelaufen? Nicht gut. Diese Nachbarin hat 2 Kinder und einen Hund. Die Wohnung ist viel zu klein für alle. Die haben was am Mund? Nein, ich sagte Hund. Toll, jetzt müssen wir auch noch mit den Bällen fertig werden. Wo sind die Dellen? Schon okay. Das hat keine Auswirkungen auf dich. Du hörst sowieso nichts. Oh, dieser Hund ist so laut. Ich gehe da jetzt wieder hin. Schluss, Max. Das Essen ist nicht für dich. Mom, da ist jemand an der Tür. Mom? Okay, ich komme. Hi, Karen. Hört der Hund denn nie auf zu bellen? Oh nein, ich wusste nicht, dass sie das hören können. Max, sei jetzt ruhig. Das tut mir so leid. Wir müssen uns noch an diese kleine Wohnung gewöhnen. Wissen Sie... Sie werden hier nicht lange leben, wenn Sie Ihre Kinder und den Hund nicht in den Griff bekommen. Ich habe vorhin versucht, nett zu sein, aber jetzt werde ich eine Lärmbeschwerde einreichen. Oh nein, bitte nicht. Das müssen Sie nicht tun. Es war so schwer für uns, diese Wohnung überhaupt zu finden. Ich werde den Lärm leise halten, ich verspreche es. Gut. Aber das ist Ihre letzte Warnung. Toll, unsere Nachbarin hasst uns. Max! Was für eine Sauerei! Nein, Max, hör auf. Komm schon. Soll ich helfen, das aufzuräumen? Ist in Ordnung, ich mach's schon. Ich hol mal den Staubsauger. Und? Und was? Was ist mit der Delle, hä? Es gibt keine Delle, Roger. Der Hund der Nachbarn hat gebellt. Die gehen mir sowas auf die Nerven mit dem Krach. Wir haben jetzt Nachbarn? Vergiss es einfach. Es bringt doch nichts. Was um alles in der Welt? Sind Sie beim Staubsaugen? Es ist 7 Uhr abends. Ich kann es nicht glauben. Genug ist genug. Jetzt? Staubsaugen um diese Zeit? Karen, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass es so spät ist. Seit Sie eingezogen sind, haben Sie nichts als Ärger gemacht. Ich habe versucht, nett zu sein, Karen, aber... Karen, ich... Sag nicht Karen zu mir. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass dies die letzte Warnung ist. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich nicht sofort eine Lärmbeschwerde einreichen soll. Hören Sie, Karen, ich tue mein Bestes, okay? Ich weiß, dass Sie uns nicht hier haben wollen, aber wir haben keine andere Wahl. Wissen Sie, vor einer Woche war noch alles perfekt. Die Kinder schliefen schon. Ich verbrachte einen ruhigen Abend zu Hause mit meinem Mann. Aber ich ahnte nicht, dass meine ganze Welt auf den Kopf gestellt werden würde durch eine einzige SMS meiner besten Freundin. Da habe ich angefangen, genauer hinzusehen. Die Art, wie er sie ansah. Wie sie alle seine Fotos kommentierte. Es war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ich war nur zu blind, um es zu sehen. Und dann kam ich gestern früh von der Arbeit nach Hause. Als ich die Tür öffnete, sah ich sie zusammen im Bett liegen. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Ich wurde von meinem Mann betrogen und von meiner besten Freundin hintergangen. Und das alles gleichzeitig. Ich konnte nur noch weinen. Und das Schlimmste war... dass er nicht einmal Reue empfand. Er sagte mir nur, ich soll meine Sachen packen, die Kinder nehmen und gehen. So herzlos war er. Sie sehen also, so sahen meine letzten paar Tage aus. Und deshalb brauche ich diese Wohnung wirklich. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie das alles durchmachen. Sie Ärmste. Also seid ihr deswegen getrennt. Er hat dich betrogen. Ich werde Ihnen etwas Zeit zum Reden geben. Okay. Ich wollte euch nichts sagen. Ich wollte nicht, dass ihr ihn anders behandelt.
Und ich dachte, es sei deine Schuld. Ich fühle mich jetzt so schlecht, wie ich dich behandelt habe. Es tut mir leid, Mom. Oh, Schatz, ist schon gut. Ich weiß, dass das sehr viel für euch im Moment ist. Ich hab euch beide so sehr lieb. Wir lieben dich auch. Ich liebe dich so sehr, Roger. Wird Zeit? Ich verhungere. Was? Tut mir leid, Schatz. Ich war die ganze Zeit in Meetings. Ich hoffe, du hast etwas zum Abendessen mitgebracht. Ich hatte nicht genug Zeit, aber keine Sorge. Ah, ich werde ein paar Spaghetti von gestern aufwärmen. Spaghetti? Schon wieder? Das werde ich auf keinen Fall essen. Ich hatte diese Woche nicht viel Zeit. Und dann sind wir im Büro unterbesetzt. Ich will es nicht. Mach mir was anderes. Bitte, Schatz. Ich bin wirklich müde. Und ich muss mich wirklich hinlegen. Vergiss es. Dann gehe ich eben hungrig ins Bett. Warte. Okay. Ich kann wahrscheinlich etwas... Nein. Ich bin nicht mehr hungrig. Ich gehe ins Bett. Ernsthaft, Mama? Du hast nicht abgewaschen? Oh Mist, tut mir so leid. Ich wasche sie sofort. Was hast du erwartet, dass ich aus dem Karton trinke? Ich muss rangehen. Kannst du sie bitte waschen? Ganz bestimmt nicht. Gibst du mir ein paar Minuten? Aber ich habe jetzt Durst. Okay. Weißt du, du könntest auch manchmal aushelfen. Ja, klar. Du bist die Mutter. Das ist dein Job. Sie rufen wieder an? Das muss wichtig sein. Vergiss es. Dann trinke ich eben aus der Packung. Was? Nein, mach das nicht. Ach. Hallo? Hey, Patty, was gibt's? Kein Problem, ich kümmere mich drum. Was? Mama, du hast vergessen, Sachen zu waschen? Psst, ich telefoniere gerade. Ist mir egal. Ich bin am Wochenende bei Simone. Warum hast du die nicht gewaschen? Es tut mir so leid, Patty. Ich werde dich zurückrufen. Danke dir. Ich weiß nicht, warum du so ein Theater machst, wenn du weißt, dass ich telefoniere. Machst du Witze? Du hast vergessen, meine Sachen zu waschen und bist sauer auf mich? Ich werde sie sofort waschen. Also ich muss zur Arbeit, also musst du sie in den Trockner stecken, okay? Sie werden nicht rechtzeitig fertig sein. Ich tue mein Bestes morgen. Wenn du mal Mutter bist, wirst du verstehen, wie schwer es ist. Ich bin keine Mutter, du bist eine. Und wenn ich ehrlich bin, keine sehr gute. Wie kannst du das sagen? Dann trage ich das ganze Wochenende die gleichen Sachen. Danke für nichts. Ach, warte, geh nicht, vielleicht soll... Ah, danke. Gern geschehen. Danke, dass ich dies warne hier sein darf. Ja. Erzähl mir, was mit Mom passiert ist. Du klangst am Telefon sehr aufgebracht. Wo soll ich anfangen? Sie macht fast nichts mehr für mich im Haushalt. Sie kocht nicht, sie wäscht nicht ab. Sie macht nicht mal die Wäsche. Das ist sowas von nervig. Nun, ich bin sicher, sie tut ihr Bestes. Du auch noch? Du klingst genau wie sie. Wenn ich eine Mutter wäre, würde ich sowas nie machen. Schau, du weißt nicht, wie schwer es ist, eine Mutter zu sein, bis du selber eine bist. Wie wär's, wenn du am Wochenende auf Riley aufpasst? Was? Also auf sie aufpassen? Ja, genau. Es kann ja nicht so schwer sein, oder? Nein. Das wird ein Kinderspiel. Okay. Na dann. Ich habe noch so viel Arbeit zu erledigen. Ich bin in meinem Zimmer. Wie schwer kann das sein? Ich habe Hunger. Ja, okay. Okay, lass mich sehen, was ihr habt.
Wie wär's mit Mac and Cheese? Das gab's gestern schon, ich will das nicht. Alles klar? Was willst du denn? Spaghetti? Weißt du, wo die Töpfe sind? Hm? Oh, die sind alle dreckig. Simone! Ich versuche für Riley zu kochen, aber das Geschirr ist dreckig. Okay, und? Dann wasch doch gleich ab. Abwaschen? Ja, du schaffst das. Morgan krempelt ihre Ärmel hoch und beginnt widerwillig mit dem Abwasch. Sie ahnt nicht, dass sie eine große Lektion lernen wird. Nachdem sie fertig ist, verbringt sie eine halbe Stunde damit, Spaghetti zu kochen und hinterlässt ein Durcheinander. Obwohl ihre Arbeit gerade erst begonnen hat, fühlt sie sich bereits erschöpft. Morgan räumt die Sauerei auf, während ihre Nichte isst und stellt fest, dass Riley Flecken auf ihrem Pullover hat. Sie ist gestresst, als ihr klar wird, dass sie jetzt Rileys Kleidung waschen muss. Morgan beginnt sie mit der Hand zu waschen. Sie bereut, dass sie zugestimmt hat, auf ihre Nichte aufzupassen. Sie kommt zurück in die Küche, um sich ein Glas Saft einzuschenken, muss aber feststellen, dass es keine Gläser gibt, weil das Geschirr schmutzig ist. Ihr wird klar, wie viel Arbeit es ist, Mutter zu sein. Das ist nicht zu fassen. Wie läuft es denn so? Nicht gut. Ich bin erschöpft. Ja, und dann waren es nur ein paar Stunden. Mami, ich hab Hunger. Okay, warum fragst du nicht morgen, ob sie dir etwas kocht? Okay. Schon wieder? Aber du hast gerade erst gegessen. Ich hab Hunger. Gut, ich wärme dir ein paar Spaghetti auf. Aber ich will was anderes. Simon, das ist nicht dein Ernst. Kannst du ihr nicht einfach was kochen? Kann nicht so schwer sein, oder? Du schaffst das. Worauf habe ich mich eingelassen? Ich habe Hunger. Oma! Hi, Süße. Oh, hab ich dich vermisst. Gott sei Dank bist du hier. Was denn los? Ist alles in Ordnung? Nein. Kannst du bitte helfen? Ich versuche, Riley zu umsorgen, aber es ist so viel Arbeit. Sagtest du nicht, es ist einfach? Hör zu, Mom. Es tut mir leid, dass ich in den letzten Tagen so schwierig war. Es tut mir leid, wie ich dich behandelt habe. Oh, es ist okay, Süße. Also, womit kann ich helfen? Kannst du Riley bitte etwas zu essen machen? Liebend gern. Ich werde mit dem Abwasch anfangen. Oh, also Mom, ich mache den Abwasch. Und wenn ich fertig bin, helfe ich dir beim Kochen. Was? Wirklich? Es scheint, als wüsste ich gar nicht mehr, wer du bist. Ich habe nie gewusst, wie schwer es ist, Mutter zu sein, bis ich mich um Riley kümmern musste. Ich verspreche, dass ich dir nun mehr helfen werde. Nun, kannst du mir bitte verzeihen? Ja, natürlich.